ihr genießt die letzte Lebenszeit, dann wird die Seele gleich in Helheim sein. Da seid ihr auf dem Weg in die endlose Leere und wir feiern laut in Shadys Taverne. Es ist Krieg für Odin, Krieg für Tyr, Krieg auf Jörg, wo ihr werdet verlieren. Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, wie man den Andrew Sarkus tamen kann. In diesem Video geht es ausschließlich um das Taming. Der Allgemeinguide, was er alles kann, züchten, etc. Das kommt alles in einem separaten Video, weil ich noch ein paar Sachen testen möchte, wie man bei Bosskämpfen einsetzen kann. Gibt es Empfehlungen, wo man, weißt du, so ein paar Sachen, die müssen erst ein bisschen getestet werden. Und da wir erst seit ein paar Stunden die Karte haben, denke ich, ist das Taming erstmal das Wichtige, dass ihr wisst, wie ihr euch einen zulegen könnt. Grundlegend, ich erkläre euch in dem Video, wie das funktioniert, zeige euch auf jeden Fall auch. Und ich würde sagen, wir gehen mal die Voraussetzungen, die man haben muss. Also ihr solltet einen Ghillie-Anzug haben und ihr solltet euch Honig besorgen. Honig braucht ihr von so Honigwaben. Die liegen auf der Karte auf Wiesen oft rum. Es gibt so zwei Gebiete, wo man relativ easy welche findet. Das ist einmal die Region bei 32, 61 so in der Region. Da liegen öfter mal so zwei, drei Waben rum. Und einmal bei 45, 95 in der Region. Da liegen öfter auch Waben rum. Die seht ihr, ich blende das hier, wie gesagt, ja videomäßig ein. Einfach hingehen, die baut ihr einfach ab. Und dann bekommt ihr mehr als genug Honig. Das braucht ihr gar nicht. So, habt ihr diese Voraussetzung, dann sucht ihr euch einen Andrew Sarkus. Es gibt mehrere Gegenden, wo ihr ihn finden könnt. Eigentlich kann man fast sagen, alles was grüne Wiesen sind, also dieses Graslandschaft, würde ich sagen, kann man das zusammenfassen. In diesen Regionen könnt ihr welche finden. Ihr könnt zum Beispiel da, wo ihr auch bei 45, 95, da wo ihr auch die Waben findet, auch da laufen zum Beispiel Andrew Sarkus rum, da könnt ihr einfach auch mal nachgucken, ob ihr da einen findet. Da haben wir hier zum Beispiel in einem Video unseren gefunden. Ja, was macht ihr dann? Ihr geht hin, zieht euch den Honig in die untere Leiste, also irgendwo hin, wo ihr ihn halt haben wollt. Geht zu einem Andrew Sarkus, ein bisschen Abstand, vielleicht ein bisschen gebückt laufen, Leute, und dann zielt ihr hoch, ja, Richtung Andrew Sarkus und drückt die Taste und dann fliegt euer Honig Richtung Andrew. Und er ist damit beschäftigt, da irgendwie, keine Ahnung, zu fressen, was auch immer damit tut. Dann rennt ihr hin, drückt aufsitzen, also bei den Konsolen, zum Beispiel Xbox Y, PlayStation zum Beispiel Dreieck und wie halt, also ganz von aufsitzen halt einfach, ja. Es ist eben ähnlich wie bei einem Pferd, theoretisch. So, dann sitzt ihr drauf und dann bekommt ihr links und rechts einen, also da können Pfeile aufploppen, ja. Und der ganze Tame läuft jetzt so ab. Wenn ihr drauf sitzt, dann taucht zum Beispiel rechts der weiße Pfeil auf und dann müsst ihr beim Controller zum Beispiel den Stick nach rechts drücken oder auf dem PC halt die D-Taste drücken und dann wird er grün. Und dann müsst ihr den so lange gedrückt halten, bis er rot wird und dann loslassen. Und das macht ihr eigentlich so lange, bis er euch gehört. Also ihr müsst halt Reaktionen ein bisschen haben. Manchmal, ich habe es auch hier im Video ein bisschen verkackt, kommt halt grün-rot, grün-rot, so richtig schnell und dann so. Und dann kommt manchmal grün-rot. Grün-Rot. So, okay. Manchmal ist es so ein bisschen tricky. Links, rechts, da muss man ein bisschen gucken. Ich hatte auch das Gefühl, wenn er irgendwo festbackt, dass dann kein Pfeil kommt. Das könnte vielleicht darauf schließen, dass man ihn nicht in der Tamebox tamen kann. Das habe ich jetzt in dem Fall jetzt noch nicht ausprobiert. Aber bei Pferden ist ja auch so ein bisschen Tameboxen so ein bisschen tricky, backt ein bisschen rum, deswegen macht das lieber Open Field. In den Regionen, wo ihr unterwegs ist, sind nicht so viele böse Tiere, die könnt ihr nur falls vorher einfach töten, also das sollte jetzt kein Hexenwerk sein. Dann natürlich, Leute, wenn ihr runtergeworfen werdet, ist es nicht so schlimm. Ihr könnt im Prinzip einfach wieder einen neuen Honig hinwerfen, wieder hinschleichen, aufsitzen und einfach dann wieder den Taming-Prozess fortsetzen. Ja, das ist wie beim Pferd im Endeffekt genau, upsala, wie beim Pferd genau ähnlich. Also, im Großen und Ganzen ist es eigentlich alles schon. Ja, man hatte Andrew Sarkus. Ich glaube, dass er coole Fähigkeiten hat. Also was mir besonders gefällt, ist das Driften, Leute. Ich blende das hier auch nochmal ein. Es macht so viel Spaß, einfach mit dem Ding irgendwie sich zu drehen. Viel nur, dass man Burnout so machen könnte. Das wäre wirklich geil. Aber nein, ihr wisst, was ich meine, Leute. Es ist schon ein cooles Tier. Ich glaube auch, dass die Minigun mich überraschen würde. Ich habe im Vorfeld gedacht, das hier wäre so der unnützeste Dino. Ich glaube, er könnte sehr interessant werden. Ich habe schon ein paar Sachen gesehen, wo man ihn gut benutzen kann. Auch die Minigun spielt sich gut. Achso, er braucht im Prinzip, man kann ihn ohne Sattel reiten und man kann ihn mit Sattel reiten. Das ist auch nochmal ganz wichtig.
Ein Fakt, der falls ihn nicht zum Taming gehört, aber auch falls interessant ist, der Minigun-Sattel ist wie beim Tropio Knatos. Das heißt, ihr habt einen schlechten Sattel, dann hat er auch schlechten Waffenschaden, das steht beim Sattel dabei. Und wenn ihr einen guten Sattel habt, könnt ihr auch, kann ja auch mehr Waffenschaden haben. Ich glaube, 500% ist, glaube ich, Max. Bei einem 250% Sattel habe ich vorhin gesehen. Ja, er wird schon gut Damage raushauen. Also ich glaube, man kann ihn schon sehr gut benutzen. Das will ich mal so nebenbei nur mal erwähnt haben. Ja, Leute, dann würde ich sagen, das war's an der Stelle mit dem Taming Guide. Checkt auf jeden Fall die anderen beiden aus. Die Death-Modus kommt jetzt noch als viertes. Und wie gesagt, wenn ihr Fjodor Wünsche oder Vorschläge für irgendwelche Videoideen habt oder irgendwas Cooles gefunden habt, schreibt mir das auf jeden Fall immer gerne. Und dann mache ich daraus auch ein Video. Also würde ich sagen, Leute, schönen Tag noch. Bis dann. Tschüss. Ich weiß, das war's, aber bleib am Start. Zocken wir noch ne Runde Survival Arc. Oder schau dir an, was meine Timeline sagt. Erklären Updates und News, leicht und smart. Haben zu jedem Problem einen Guide parat. Wenn's dir gefällt, wär ein Abo und ein Like echt stark.